Ich bin Pablo Cardoso, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Argentinien. Ich spiele beim TSV Saale 2 Fußball in der Bezirksliga Nord. Fußball ist für mich alles, schon in der Familie. Und ja, zum Fußball bin ich schon damals mit 5 oder mit 6 Jahren gekommen, in Bremen. Da hat mich mein Vater immer hingeschickt zum Training. Und ja, seitdem spiele ich nur Fußball. Auf dem Platz bin ich halt ehrgeizig und möchte jedes Spiel gewinnen. Ich kann nicht verlieren, ich hasse zu verlieren. In der Bezirksliga Nord, da sind viele neue Mannschaften, die wir noch nicht kennen. Wir sind schon eine gute Einheit. Ja, und ich hoffe mal, dass wir die Liga behalten. Meine Jugendzeit beim HSV, da würde ich meine Einstellung ändern. Die hatte ich damals nicht. In meiner Freizeit habe ich viel andere Sachen unternommen. Und man weiß ja nie, vielleicht hätte ich das noch ein bisschen geschafft, aber das weiß man erst, wenn man erwachsen wird. Ich bin seit 2 Wochen fertig mit der Schule. Ich habe mein Abi nachgeholt und ja, ich bin beim HSV angestellt, also in der Fußballschule, teilzeitmäßig. Und ja, jetzt entscheide ich mich, ob ich studieren möchte oder Vollzeit arbeite. Also ich sehe mich mehr als Argentinier, wegen meinem Temperament. Das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter. Mein Vater ist nicht so temperamentvoll. Ja, das hat schon seine gewisse Vorteile und auch Nachteile halt. Es war halt immer schön, so einen berühmten Vater zu haben. Immer wenn wir essen gegangen sind oder ins Kino gegangen sind, haben sich immer viele umgedreht und meinen so, ja, das ist Cardoso. Das fand ich immer als kleines Kind immer schön. Wenn Argentinien spielt, also mein Vater und ich stehen immer um 2 oder 3 Uhr morgens auf, wegen der Uhrzeit. Wir gucken uns immer die Spiele an, auch wenn sogar Freundschaftsspiele, gucken wir uns auch gemeinsam an. Und ja, also für mich ist Argentinien mein Ein und Alles.